Hallo, heute geht's mal darum, wie heißt das Ding hier eigentlich richtig? Findet man im Internet momentan unter der Bezeichnung Jewel Thief, so rum. Und wenn man danach dann ein bisschen googelt, sagt einem Wikipedia, dass 1999 dass ein Typ unter dem Namen eben veröffentlicht hat, in Anlehnung an Jewel Thief, ne, also der Juwelendieb. Und dann Joule, aber nicht wie Juwele geschrieben auf Englisch, sondern wie Joule halt, ne, wie die Energieeinheit, und deshalb eigentlich ein Energiedieb sozusagen. Ne? Ja, ältere Elektronik-Freaks, ne, die da schon ein bisschen länger in der Materie drin sind, die erkennen dann in solchen Dingern sofort den Transduktor, ne, das ist das deutsche Wort dafür, im Englischen wohl Magnetic Amplifier genannt. Tja, und das ist schon ganz schön interessant, wenn man sich da ein bisschen über Geschichte... es ist raus. Über Geschichte da ein bisschen dazu versucht, im heutigen Internet da Quellen dafür zusammenzusuchen. Ne? Ja, als allererstes sollte man natürlich, oder so mache ich jedenfalls, versuche ich immer rauszubekommen, was die Worte denn eigentlich immer heißen. Und da haben wir hier, ne, Trans, Duck und Tor. Ne, bei Tor ist klar, Tor ist eine Tür. Hm. Was soll es anders sein? Aber bei Trans oder Trans und Duck, ja, was ist das? Ne? Ja. Na, können wir ja mal auf die Suche gehen. Ja, Wikipedia dazu sagt: Ein Transduktor bzw. Magnetverstärker ist ein elektronisches Bauteil zur Steuerung von Wechselströmen, also eine zur Steuerung von Wechselströmen durch kleine Gleichströme. Ne? Also sozusagen ein Regeldingens, wenn ich es mal so als komplett Laie blöde Jahren so ausdrücken darf. Na gut, okay. Und ja, in Haufen elektrotechnisches Getexte. Gut. Was gibt's noch? Ah ja, Transduktor gibt's auch noch in der Formatik. Das ist ein spezieller endlicher Automat, steht hier. Okay. Hilft mir jetzt so auch nichts weiter. Na gut, gehen wir mal Transduktor und Wortherkunft ein. Ne? Wortherkunft. Woher kommt Transduktor? Wortherkunft. Von www.wissen.de. Ja, so eine Domain hat er. Muss schon was dahinter stecken. Ah ja, hier. Magnetischer Verstärker aus Trans. Steht hier über. Hinüber. Aus Lateinisch und Lateinisch Duktor. Was hier mit Führer übersetzt wurde, und zu Lateinisch ducere, ne, führen. Okay, na gut. Ja, naja gut. Schön. Das ist also die wortwörtliche Übersetzung. Magnetischer Verstärker, was sich da zusammensetzt aus Lateinisch trans, was hinüber heißt, und Lateinisch ductor, also ein Hinüberführer, ist gleich hier ein magnetischer Verstärker, ist gleich ein Transduktor. Voll die Kausalitätskette, ne? Schöne Sache. Ja gut, okay, Wortherkunft. Was können wir denn mal noch? Na gut, das muss ja nicht aller Tage Abend sein, ne? Jetzt geht's erst los. Wortherkunft. Ja, dadurch ich mit dem Herrn Landmann schon mal etwas reden durfte, bin ich seitdem etwas hinterher, die Wortherkunft dann immer im Althochdeutschen nochmal zu suchen. Also gehen wir erstmal Transduktor, Wortherkunft, Althochdeutsch ein. Altsächsisch hat er mir auch mitgeraten, aber na, da gibt es halt noch nicht so die Wörterbücher dafür. Ne? Aha. Also Transduktor-Wortherkunft, Althochdeutsch, findet ihr hier gar nichts. Ne?
Nee. Nichts. Na gut, dann nehmen wir es halt mal auseinander. Nehmen wir mal irgendein althochdeutsches Wörterbuch, ne? Und suchen halt mal, was da drin Trans heißt und Duck heißt und Tor heißt, ne? Althochdeutsch Wörterbuch. Wörterbuch. Althochdeutsches Wörterbuch. Als erstes sagt mir Google hier von köblergerhard.de. Das nehmen wir doch gleich mal und suchen bei, ne, Trans das erste. Mal gucken, was bei Trans steht. Tran. Mit so einem Kringel oben drüber. Wird hier übersetzt mit Neuhochdeutsch Throne. Aha. Lateinisch Fokus. Au wei. Okay. Ja, ziemlich viele Quellenangaben. Aber mit Throne wird es hier übersetzt. Aha. Tran, Throne. Okay. Trahanen. Neuhochdeutsch Tränen, Weinen, Tränen vergießen. Okay, Tränen ist es nicht. Und Tran mit so einem Kringel oben drüber soll damals schon Throne gehießen haben. Aha, interessant. Aber das ist ja nicht das einzige althochdeutsche Wörterbuch, was es so gibt. Nehmen wir mal das althochdeutsche Wörterbuchportal. Mal gucken, was... Ach du meine Güte, ja, das war ja die Seite, wo ich mich nicht zurechtgefunden habe. Gut, okay. Na gut, dann ist es jetzt schon soweit, ne? Im Zuge der Diskussion mit Herrn Landmann damals über die Wörterbücher, welche man sich als Laie als erstes mal besorgen sollte, ist dann irgendwie, ich bin mir ganz so sicher, ob es jetzt wirklich das ist, was er mir empfohlen hat, ne? Ist zwischen Alaun-Batterien und Arbeitsamt-PDF mein althochdeutsches Wörterbuch. Tja, und da gucken wir mal, was Tran heißt. Tran steht dann hier für Aha. Aha. Okay. Schön zu wissen. Dann gehen wir weiter bei Duck. Bei Duck? Bei Duck gibt's gar nichts. Duktor. Bei Duktor findet man auch so überhaupt nichts. Aber klingt so ähnlich wie Doktor. Was heißt eigentlich Doktor? Toka ist dasselbe wie Toka. Okay, da müssen wir halt nach Toka gucken. Toka? Eine Puppe für Kinder. Und? Aha. Und im Dänischen Duck. Ja, und Tor wissen wir ja am Ende, ne? Tor, die Tür, das Tor. Ja, eigentlich fehlt es in unserem ganzen Wort Transduktor nur noch das S, ne? Dann könnte man das mit althochdeutschen einzelnen Wörtern ganz gut umschreiben. Könnte sein. Meine Interpretation momentan aufgrund dieses Wörterbuches. Ja, und das sind von Doktor. Ui, das könnt ihr euch ja mal durch den Kopf gehen lassen. Eieiei. Bis später. Ach, und wie es dann immer so ist, kurz nachdem es fertig ist mit Konvertieren, ewig lang gewartet worden ist, fällt es einem dann wirklich wie Schuppen von den Augen, ne, wenn man sich selbst dann nochmal reflektierend anguckt. Hey, da haben wir es doch ja eigentlich schon, ne? Tran, Stuck, Tor. Das Strom, Stück, Tor.
oder?